geräumt. Je nach weiterhin Stau aus Sicherheitsgründen wird der Arisdorf-Tunnel mehrfach gesperrt. Auf Fürnner Südachse vor dem Gotthardtunnel Richtung Süden 9 km Stau und rund 1 Stunde und 30 Minuten Wartezeit ab Erstfeld. Das Astra empfiehlt als Alternativroute die A13 via San Bernardino. Und dann noch Richtung Norden 6 km Stau und rund 1 Stunde Wartezeit ab Konto. Die Einfahrt in Güschenen und Airolo sind gesperrt. Jetzt ist 12 Uhr. Info 3. Wir fragen heute, was ist los an den internationalen Finanzmärkten und wie reagiert die Schweizer Börse darauf? Dann, wie sollen ältere Menschen in der Schweiz zu einem Wohnungstausch mit Familien animiert werden? Außerdem, wer ist der Republikaner Rusty Bowers, der sich gegen Donald Trump stellte und einen hohen Preis dafür zahlte? Antworten gibt es jetzt in Info 3. Am Mikrofon begrüßt Sie Cosette Spinoza. Guten Mittag. An den internationalen Finanzmärkten gibt es heute erhebliche Turbulenzen. So sind die Aktienkurse in Asien so stark eingebrochen wie seit Jahren nicht mehr. In Japan zum Beispiel schließt der Nikkei-Index mit einem Minus von 12%. Das ist der stärkste Rückgang seit über 30 Jahren. Auch an der Schweizer Börse zeigt die Entwicklung in eine Richtung, nach unten. Was ist da los? Wirtschaftsredaktor Manuel Rentsch. Es gibt mindestens drei Gründe für den Einbruch an den globalen Finanzmärkten. Erstens, die Wirtschaft in den USA schwächt sich ab und das hat Folgen. Zweitens, im Nahen Osten droht ein Krieg zwischen Israel und Iran. Das ist zumindest die Wahrnehmung an den Finanzmärkten. Und drittens, die Aktienkurse sind in den vergangenen Monaten stark gestiegen. Eine gewisse Korrektur ist also normal. Die Kurseinbrüche an den Finanzmärkten sind interessant, weil es zeigt sich, dass die weltpolitischen Entwicklungen heute skeptischer und pessimistischer wahrgenommen werden. Schlag aus Iran gerechnet. Diese Verschärfung der geopolitischen Lage verunsichert die Finanzmärkte. Und wir machen gleich weiter mit der Wirtschaft. Die Schweizer Hotels haben im ersten Halbjahr mehr Logiernächte verzeichnet. Lukas Lüthi. In den ersten sechs Monaten des Jahres waren es fast eine 500.000 Logiernächte mehr als von Januar bis Juni 2023. Insgesamt seien es 20,1 Millionen Logiernächte gewesen und damit 2,4% mehr, schreibt das Bundesamt für Statistik. Ausländische Gäste machten leicht mehr als die Hälfte der Übernachtungen aus und sie waren auch der Grund für den Anstieg. Im Kanton Graubünden dürfen Jägerinnen und Jäger im September nebst Rehen, Hirschen und Gämsen auch Wölfe schießen. Und zwar während der dreiwöchigen Hochjagd. Das hat der Kanton Graubünden entschieden. Die Wolfsjagd soll dort erlaubt sein, wo der Kanton ganze Rudel schießen will. Welche Rudel das sein werden, ist noch nicht klar. Das soll bis Mitte August bekannt werden. Was schon klar ist, im September dürfen die Jägerinnen und Jäger vorerst Welpen schießen und im Spätherbst dann die erwachsenen Wölfe. Gerade für Familien kann die Suche nach einer großen, bezahlbaren Wohnung in einer Schweizer Stadt zu einer echten Belastung werden. Gleichzeitig leben heute viele ältere Menschen in Wohnungen, die schlicht zu groß sind für sie.